Moin zusammen, und da sind wir wieder bei Pizza Connection 3. Ja, ich habe quasi das Szenario neu gestartet. Das heißt, das Restaurant hier unten gehört mir nicht. Der Foodtruck steht noch dort, wo er quasi immer stand. Und ich werde das jetzt erstmal so machen. Moment mal. Erstmal so machen, dass ich mich hier auf ein Restaurant konzentriere, bis das wirklich richtig Bombe läuft. Da war ich eben irgendwie einfach ein bisschen zu gierig. Achso, hier, zack. Und ich kann, da habe ich eben noch mal ein bisschen rumprobiert, erste Salami, erste Veggie-Pizza. Gucke mal hier. Erste Fleischpizza. Ups. So, die wird dann hier auch nochmal gespeichert. Dann habe ich sie in meinem Rezeptbuch in der Backstube. Da muss ich jetzt nicht wieder Ewigkeiten mit irgendwelchen Pizza-Ideen verbraten. So, speichern. Zweite Veggie-Pizza. Dann natürlich die Bonzen-Pizza. Da habe ich ja relativ viel Geld auch reingesteckt. Das spare ich mir jetzt an der Stelle. So, Fleischmix. Und die Teenie-Pizza, von der ich hoffe, dass sie mich retten wird. Mit einer Gewinnspanne von 380%. Sehr billig im Einkauf. Ist bei ziemlich allen beliebt. So, zack, rein da. Abfahrt. Und drei kann ich noch. Dann würde ich gerne noch was mit Fisch machen und eine extrem scharfe. Irgendwie den Analbrenner 5000 oder so nenne ich die dann. Gucke ich mal. Geld zu sparen, sollte versuchen, durchschnittliche Lohnkosten gering halten, Personal einstellen, Leute einstellen. Yes, kennen wir ja noch. Oh Gott, dann hole ich mir mal zwei Köche an Bord, die nicht so teuer sind. Guck mal, er hier und Imsen. So. Dasselbe natürlich mit Kellnern. Teller Taxi 1 und 2. Und natürlich auch die beiden billigsten Lieferanten. Gott, und dann schauen wir nochmal nach den Öffnungszeiten. So, 9 bis 21 mache ich dann den Laden erstmal. Zack, zack. So, kommst ein bisschen früher und du lieferst dann nochmal nach. Pause 18:15 Uhr. Gut, Architektenmodus. Gehe ich nämlich direkt hier quasi wie eben. Einen dritten Herd noch nicht, aber Verkaufsräume und Stühle hier. So, einmal hier ins Eck, da ins Eck, hier und da ins Eck. So, und da sind auch die Stühle, die ich gerne noch hätte. So. Und natürlich auch noch einen Tisch dazu. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht wieder zu schnell und zu gierig. Da ist er. So. Reicht. Pling, die Kunden wollen essen. Jetzt, wo die Crew arbeitsfähig ist, wird es Zeit, die Speisekarte zu gestalten. Kreiere mindestens zwei weitere Pizzas und setze sie auf die Karte.
fertig. Ach so, warte mal, das war ja... Lieber Großneffe, wenn du dies liest, dann ist es also wahr. Pizza liegt uns im Blut. Der ältere Herr, der dir dieses Restaurant anvertraut hat, heißt Arturo Andrisetti und schuldete mir einen Gefallen. Es ist immer gut, seine Rechnungen zu bezahlen. Und deshalb muss ich dich vor den Frodatos warnen. Sie zahlen nicht, sind knallhart, skrupellos und werden dich sofort zum Erzfeind ernennen, wenn sie herausfinden, wer du bist. Und sie werden es herausfinden. Du musst also mit dem Schlimmsten rechnen. Die Welt, mein Sohn, ist nicht so, wie sie sein sollte. Auch ich war nicht so, wie ich hätte sein sollen. Du wirst das noch verstehen. Du wirst die Familiengeschichte erfahren. Dein Großonkel Carmine. Ja, mein Sohn hat er mich genannt. Bin ich nicht. Auf jeden Fall. Pause. Gucke mal. Ich habe hier ja noch die Teenie-Pizza. Die möchte ich hier gerne mit ins Menü nehmen. Ich nehme einfach mal alles rein. Und das, was nicht läuft, das fliegt halt wieder raus. Genau. Von wann bis wann arbeitet der hier eigentlich? 15 bis 24 Uhr. Ja, lass ihn da erstmal. Ich lasse ihn erstmal da und konzentriere mich mehr aufs Restaurant. Und was heißt das Symbol hier über den? Keine Zutaten? Oh, nee. Pause. Lager verwalten. Okay. Da kann ich auffüllen, aber im Restaurant nicht. Ist natürlich auch ein bisschen blöd. Dann geht ihr mal das verbessern. Das verbessern. Und mein... In Vino Veritas. Meine Teller-Taxis. Die erhöhen mal ihre Geschwindigkeit. So, und die Jungs, die Zutatenmenge. Pling. Guck mal, sieht doch echt gut aus hier an der Stelle. Na, verkauft er nicht, oder was? Ah, nicht wirklich viele. So. Und das hier war blöd. Mit der Menükarte. Jetzt habe ich nämlich so viele 32 benötigte Zutaten. Guck einfach mal, was hier gemocht wird und was nicht. Und der Rest fliegt alles raus. Oh, nee. Und die Bonzenpizza hat ja irgendwie Banane drauf oder sowas. Die fliegt direkt raus. So, und alles, was ich da an Kram nicht brauche, fliegt auch direkt hinterher. Benötigte Zutaten nur noch 29. Spart ein bisschen Lagerkram. Fleischmix hau ich, oder? Egal, der Rest bleibt.
So, der Laden hat Schwierigkeiten. Womit? Boote, Gästeraum, Servicekräfte, Stühle, Köche, Öfen, Pizzen auf Menükarte. Haben wir alles. Einrichtungsqualität. Alles reparieren. Ja. Gut, mein Personal wurde ausgebildet. Die gehen direkt in die zweite Runde. So, du machst ein bisschen schneller. Zugewiesener. Du bist mal ein bisschen netter zu deinen Gästen. Du ein bisschen schneller. Lagermenge, Lagermenge. So. So, Menükarte. Null Pizzen, null Pizzen, null Pizzen. Ja, da muss er erstmal. Okay, wurden jetzt verkauft oder wurden die in den Müll geschmissen? Gut, öffnet um 9. Pause. Architekt. Was ist denn da los, Leute? Zum Glück habe ich da gerade noch mal einen Blick geschmissen. So. Sehr schön. Und ich habe irgendwie einen Stern drüber. Grufti. Der Grufti ist beliebt oder wie kann ich das verstehen? Kommen die Teenies aus der Schule. Rentabel. Zeige der Stadt, dass du ein Restaurant rentabel machen kannst. Dann wirst du neue Angebote bekommen. Verdiene 15.000. Ja, da war ich ja eben stehen geblieben und bin dann klicklich gescheitert. Ida mal für Teenies Schinken und Champignons für Teenies. Ja. Einiges davon ist ja schon bekannt. Aus der vorherigen Runde, die ich dann leider verkackt habe. Vegane Wurst für Bonzen, aha. Zwiebel für Arbeiter. Schinken für Gruftis. Guck mal, lief doch ganz gut. Die ersten werden schon krank hier. So, noch ein Tellertaxi. Geschwindigkeit. So, wieder ordentlich in die Angestellten investieren.
Sehr gut. Zulieferkette, Besucher läuft. Ich wollte jetzt trotzdem mal meinen Laster anschauen. Verfügbarer Lagerbestand 0. So, ab 15 Uhr ist der dann hier aktiv. Auf jeden Fall mal ein Auge schmeißen, wenn es da gleich losgeht. So, Personal ist wieder ausgebildet worden. Und dann geht es auch morgens schon direkt los. Rucola für Gruftis. So, wird aufgefüllt. Drei Pizzen, 9. Gesamtmaximum sind 30 Pizzen in diesem Laster. Krass, der Laden wird echt ausgekauft hier, ne? Speck für Gruftis und Rindfleisch für Gruftis. Gott, Pause. Laster. Menükarte, guck mal. Dreimal Fleischmix, restlos ausverkauft. Nur die erste Veggie-Pizza, die mögen sie hier irgendwie nicht. Deshalb fliegt sie jetzt auch raus. Hat nicht benötigte Zutaten im Lager. Ja, die können wir dann nämlich... So, die können wir dann nämlich entfernen. Und dann kriegt er nämlich 33 Pizzen in sein Laster. So, gut. Nee, nochmal zum Laster. Ach, ich dussel, ich kann doch auch zwischendrin auffüllen. Ja. Hätte Würstchenkette. Hinterher ist man immer schlauer. So, wie geht's den Angestellten? Oha, wird krank. Ist auskuriert. Dann übernimmst du seine Schicht. Und dann kommt jetzt noch ein Koch mit an Bord. Von hier bis da. Und dann muss ich aber auch noch den Architekten mir einmal ranziehen. So, an der Herd war das. Dahin.
war das denn jetzt? So. Mich wundert es nur, dass man hier nicht noch für Toilettenräume sorgen muss. Vielleicht kommt das ja später noch im höheren Level. So. Sehr cool. Dann kommt aber auch noch ein Teller-Taxi hinzu. Geschwindigkeit, 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 wird noch ausgebildet, Geschwindigkeit, 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 wird ausgebildet, Geschwindigkeit. So, ab 6 geht's schon los. Pling. Oha, jetzt wird's voll. Menükarte. Maximum sind 14 Pizzen, aber die braten ordentlich nach. So, das war das Mittagsgeschäft. Jetzt ist gerade irgendwie wieder ruhig, ne? Und das Abendgeschäft. Gott, mein Foodtruck müsste jetzt auch langsam dicht gemacht haben. Nee, bis 24 Uhr da auf. Sehr cool. Ach, und ich Idiot, hab schon wieder verpennt, hier zwischendrin nochmal aufzufüllen. Menükarte, guck mal. Erste Fleischpizza, wurde nur eine verkauft. So, die fliegt raus. Waren. Guck mal, brauche ich schon mal kein Ei mehr. Menükarte. 39 Pizzen ist das Maximum. 5 hiervon, 6 davon. Sind 11, 27, 39. Jo. Was gibt's da? So, Vermögen 15.000. Da spare ich drauf hin.
So. Angestellte. Gucke mal, wird nämlich einer krank. So, das heißt, ich hole mir jetzt einen vierten Koch an Bord. So, und zwar ist das dann Nummer 4 quasi, der springt in den Schichten ein, wo die anderen krank sind. So, hier braucht man einen Workshop in Freundlichkeit. Wenn ich das Geld habe, dann nochmal die Kochqualität verbessern. So, ansonsten sind sie alle gesund. Kommt dann Tag 7 auch wieder. So, und wenn er an Tag 8 wieder da ist, dann geht er in die Krankheit und er übernimmt seinen Job oder so. Muss man so ein bisschen variieren. Oh, warte mal. Menükarte. So, reicht. Oh. Da sind 20 Stück von verkauft worden. Da sind 9 von verkauft worden. 50 Pizzen von 75. Wow. So, dann mal schauen, wie es nächsten Tag aussieht. Waren. So, ich brauche auch nicht ganz die komplette Lagerkapazität. 69 reicht. Da muss ich vielleicht weniger einkaufen. Vielleicht rechnet sich das dann ja auch. Verkaufen könnte ich den auch. Nö, finde ich eigentlich ganz cool als kleine Extra-Einnahmequelle und der rechnet sich auch echt gut. So, nachdem der fette Bestand durch ist. So, zack. Auffüllen. Gucke mal. Der Laden brummt richtig hier. Pause. Schlechte Lagerqualität. So, Menükarte. Restlo. Oh, Teenie-Pizzen. Habe ich noch so viele? Gehe ich mal ein bisschen runter. Lag wohl daran, dass ich aufgefüllt hatte. So, wie sieht's da aus? Menü. Von den 14 wurden auch alle gegessen. Nur wurden nur 7 gegessen. Hups. Verfügbarer Bestand. 53 Pizzen. Unbrauchbare Ware wird entfernt. Die
Die wird dann auch wieder aufgefüllt. So, Angestellte. Oh, der ist krank. Der kommt aber an Tag 8 wieder. Dann geht der jetzt sich kurieren. Der übernimmt seine Schicht. So, dann schicke ich den hier nach Hause. So. Da müsste ich jetzt auch mit Glück. Warte mal. Nochmal auf den Laden. Geht das schon? Nee, schade. So, wie geht das hier mit deren Litfaßsäule? Kosten 8,23. Benötigt Werbeflächen. Werbung. Okay, geht wohl noch nicht. Wahrscheinlich, weil es so ein Anfangslevel ist hier. Noch kein Koch da. Guck mal, so sieht das doch auch gut aus. Warum mache ich das denn nicht? Jetzt habe ich zum Mittagsgeschäft hin hier mehrere Köche. Sehr schön, jetzt kommen noch zwei Angestellte dazu. Dann läuft das hier auch mit der Bedienung. Läuft richtig gut. Also, das dachte ich vorhin aber auch. So, nächstes Kapitel. Dein erstes Restaurant in Rom macht kräftig Gewinne. Zeit, deine Marke zu einer Kette auszubauen. Jawohl. Was sagt die Zeit? Halbe Stunde. Dann mache ich hier eine kleine Pause. Hab irgendwie einen ganz trockenen Hals. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis gleich. Und ciao.